traditionelle Dreiklang-Christkindlmarkt fand heuer in Schnifis statt und erfreute sich, wie jedes Jahr, großer Beliebtheit. Herzlich willkommen beim Dreiklang-Christkindlmarkt hier in Schnifis. Wir haben wieder zahlreiche Aussteller da. 22 sind es insgesamt, haben Gott für Köstlichkeiten, von selbstgemachten Pralinen über Fleischwaren, über selbstgemalte Bilder, Schmuck, Literatur, Gerals haben wir im Angebot da. Und ich würde euch einladen, mit einem Rundgang zu machen und die Angebote anzuschauen. Unser Rundgang beginnt am Dreiklangstand, wo wir neben zahlreichen Büchern auf die neuen Ansichtskarten der Dreiklanggemeinden Schnifis, Düns und Dünserberg aufmerksam gemacht werden. Wenn es um exklusive Edelbrände geht, ist man am Stand von Walter Ammann aus Schnifis genau richtig. Die Auswahl ist einmalig. Familie Rauch aus Dünserberg präsentiert am Stand nebenan ihre hochwertigen Bioprodukte. Scheinbar sind der Kreativität von Familie Rauch keine Grenzen gesetzt, wenn man die Vielfalt der Erzeugnisse betrachtet. Wer sich selbst schmücken oder jemandem eine Freude mit tollem, handgefertigtem Schmuck machen möchte, konnte am Stand von Denise Jauch aus dem Vollen schöpfen. Schmuck für jeden Anlass, das Sortiment einfach toll. Vereine wie der Kirchenchor Schnifis gehörten ebenfalls zu den Ausstellern und präsentierten an ihrem Stand weitere tolle handgefertigte Produkte. Kulinarisch wurden die zahlreichen Besucher des Marktes beim Stand von Familie Sohm aus Dünserberg verwöhnt. Deftige Wurstwaren oder feine Liköre. Auch hier war die Auswahl einmalig gut. Familie Berchtel aus Schnifis präsentierte ebenfalls ihr reichhaltiges Sortiment, bestehend aus kulinarischem, aber auch handgefertigten Produkten. Der diesjährige Dreiklang-Christkindlmarkt war neben der großen Auswahl an Produkten wieder ein gesellschaftliches Highlight in der Dreiklang-Region und zog Besucher aus nah und fern nach Schnifis. Auf unserem Rundgang kommen wir am Stand von Manfred Jene vorbei, wo uns eine große Auswahl an Wurst- und Fleischspezialitäten erwartet. Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist Manfreds heiß geräucherter Schinken. Textiles Handwerk, eingelegte Produkte und vieles mehr wurde am Stand von Herr Linde Berchtel präsentiert.
Am Stand von Familie Grom fand man Bienenprodukte aller Art. Von Bienenwachskerzen bis hin zu leckerem Bienenhonig, alles war dabei. Mit Marmeladen, Dörrobst und Basteleien ergänzte Maria Dünser aus Schniefis das Marktsortiment und begeisterte die zahlreichen Marktbesucher mit ihrer Kreativität. Der Dreiklang Christkindlmarkt, wie schon Jahre zuvor ein Publikumsmagnet in der Dreiklangregion, war auch dieses Jahr wieder ein großer Erfolg und ein tolles Ereignis in der Vorweihnachtszeit.